So, hey Leute, willkommen zu einem weiteren Terraria-Guide-Video. Und heute, wie man schon unschwer erkennen kann, geht es um das Boss-Item vom Skeleton. Und zwar auf Experte natürlich. Und ich würde sagen, wir beschwören jetzt einfach mal. Okay. Ah, okay. Ja. Bringen wir es schnell hinter uns. Hallo? Ach, war ich Mana dabei, ey. Ups. Jetzt Mana regenerieren lassen. Ah, ich auf mal aus. So, wäre peinlich, wenn ich diesen Kampf noch verliere hier. Hallo? Ich bin Schaden? Ah, ne. Was ist denn los? Habe ich den nicht ausgerüstet? Ich habe das hier nicht ausgerüstet. So. Geht doch. So. Und da schaltet auch dahin. Und wir bekommen natürlich ein Treasure Bag. Also, was ist in diesem Treasure Pack? Das ist natürlich die große Frage, ne? Und es ist ein Bone Glove drin. Ein Bone Glove ist ein ziemlich interessantes Item und sogar ein Skelettenmesser. Also, Bone Glove. Bone Glove ist ein ziemlich interessantes Item, was, ja, interessant ist so. Das ist ein bisschen dunkel hier, wir gehen einfach mal runter. Und zwar, ein Bomber für das Bone Glove. Das ist ein Item, das erhöht den Schaden von Knochen. Man kann ja Knochen werfen. Und das erhöht den Schaden von diesen Knochen. Habe ich nichts, was irgendwie Licht macht? Oh, doch, da. Raketenwerfer, easy. So. Ich hätte gerne ein bisschen Knochen. Da haben wir schon 5 Knochen. So, wenn wir jetzt einfach mal. Wo ist der nächste Gegner? Da. Wir machen jetzt 15 Schaden damit. Das rüsten wir jetzt mal aus. So. Also einfach hier. Oben in der Leiste lassen und Knochen werden dann einfach als Munition gezählt und einfach mal werfen. Und man sieht schon, man macht deutlich mehr Schaden und die Knochen penetrieren jetzt auch. So, da haben wir wieder 4 Knochen. Da. Ich werfe gerade einfach ganz normale Knochen und man sieht, die prallen auch von Wänden ab, also die werden dann echt zu ziemlich guten Waffen. Ich kann es hier mal im Licht zeigen. Da prallen die schön ab. Deswegen das ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man danach im Dungeon irgendwie erkunden gehen will. Dafür ist es eigentlich ziemlich gut. Also geht's mal wieder hoch in totaler Dunkelheit und ich sehe rein gar nichts. Also, da bin ich wieder oben. Guck mal, Licht an. So. Okay, so, da haben wir jetzt einen Zombie. Werfen wir einfach mal drauf. Mit dem Ding. 27 Schaden. Treffen wir ohne das drauf. Okay, 1 und 16 Schaden. So. Aber, man hat es, glaube ich, gerade unten gesehen. Das macht jetzt deutlich mehr Schaden. Ich frage mich gerade, warum es nicht so dunkel ist. Warum habe ich auch keine Fackeln mitgenommen? Total unvorbereitet geht er hier in den Kampf rein. So, hier geht es ziemlich aus diesem Stern hier. Also, man hat gesehen, das macht deutlich mehr Schaden dann. Und das, geht dann auch schön durch. Und da hat noch eine 33%ige Chance dazu, dass es kein Knochen verbraucht, wenn man zum Beispiel 100 Knochen im Inventar hat, und 100 Knochen wirft, hat man statistisch gesehen dann noch 33 Knochen übrig, obwohl man nur 100 im Inventar hatte, ne? So macht Sinn. Auf jeden Fall. Ist ein ziemlich gutes Item, wenn man direkt nach dem Boss dann in den Dungeon erkunden will, weil da bekommt man ja Knochen ohne Ende. Und wie man sieht, sind die auch ziemlich stark. Und man kann den Throwing Damage ja auch erhöhen mit der Ninja-Rüstung vom King Slime. Das man früher nicht konnte. Also da war es eigentlich nur für den Social Slot gut. Aber jetzt kann man damit auch wirklich etwas anstellen. Okay, in diesem Sinne bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.